Unter den kritischen Blicken der Fridays for Future-Bewegung startet heute die 25. UN-Klimakonferenz in Madrid. Zum Auftakt werden unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der spanischen Hauptstadt erwartet. Insgesamt haben sich rund 50 Staats- und Regierungschefs angekündigt. Zwei Wochen lang wollen die Teilnehmer der Klimakonferenz darüber sprechen, wie man den Klimawandel verlangsamen oder gar stoppen kann. Ein echter Durchbruch wird allerdings nicht erwartet. Dafür liegen die Meinungen der einzelnen Länder zu weit auseinander. Trotzdem, Umweltministerin Svenja Schulze gibt sich kämpferisch. Das sei die Chance für den nächsten großen Schritt beim Klimaschutz. Sie und Außenminister Heiko Maas wollen die EU-Kommissionspräsidentin bei ihrem Vorschlag unterstützen, das EU-Klimaziel zu verschärfen.